Die Hobbytheke mit Jan Pult. Herzlich willkommen hier in der kleinen Hobbytheke zum Basteln mit mir, dem Jan Putzt. Was wir heute machen, Sie denken basteln, aber genau das machen wir heute nicht. Ja, denn heute wollen wir nicht basteln, sondern haben basteln lassen. Da klingt was komisch, es ist aber so. Wie Sie wissen, trinke ich für mein Leben gern Bier und natürlich am liebsten, na Sie wissen nicht bestimmt, ein lecker Kölsch. Ich habe da in meinem Wohnwagen schon mal was vorbereitet, na denn Prost, später mal. In unserer heutigen Folge haben wir etwas für den modernen Gärtner der Zukunft entwickeln lassen. It is a creation for the Guardian of Tomorrow. Sie sehen schon, ich bin sehr sprachbegabt und spreche perfekt Englisch. Und dazu ja in 7 Sprachen. Creation, zu Englisch Kreatur, Guardian heißt er, wie Sie wissen, Gärtner. Und Tomorrow, das ist mein Kollege Tom aus der Redaktion. Mr. Moore, das ist ein Hobbygärtner und Florist und er hat sogar Abitur. Fakt ist, immer meckert diese Kreatur herum, da ihm die Arbeit in seinem 400 Quadratmeter Vorgarten in den Sommermonaten zum Teil stark auf den Zeiger geht. Insbesondere das Rasenmähen sowie das regelmäßige Befeuchten desselbigen. Das wäre enorm erschöpfend, sagt er. Nun habe ich zusammen mit einigen Yachtenbaufirmen lange hin und her belegt, wie man dieses Problem zu Leibe rücken könnte, um auch den unzähligen Hobbyfloropianern das Gärtnern ein wenig schmackhafter zu machen. Und da hatten wir diese Idee. Dank der Technischen Universität Wanne-Eickel ist es uns gelungen, ein Gerät zu entwickeln, durch dessen Benutzung der Gärtner, in diesem Fall mein Kollege Tom, wieder Spaß am Medium Vorgarten bekommen soll. Heute testen wir den von uns entwickelten Rasensprenger Sempex 1000. Für unsere heutige Spielerei benötigen wir natürlich dann auch noch eine Tonne Flüssigzement und einen Betonmixer. Um Ihnen direkt die Frage zu beantworten, von wo wir senden, naja, diese Frage ist berechtigt, noch haben wir keine Location bekommen, aber wir arbeiten dran. Unsere neue Produktionsfirma, das Studio Blubberbach, hat uns aber versichert, dass man uns in Kürze ein geeignetes Studio organisieren will. Daher senden wir heute nochmal von außerhalb. Wir befinden uns auf einer großen Wiese hier im Industriegebiet in Leverkusen, auf der normalerweise immer irgendein drittklassiger Zirkus mit seinen 3 Eseln gastiert. Nach Anfragen beim Eigentümer des Grundstücks, als wir ihm sagten, was wir vorhaben, hat man uns diese Wiese freundlicherweise für unseren Versuch kostenlos zur Verfügung gestellt. Was er damit auf sich hat, ja, das erkläre ich Ihnen auch am besten später. Wenn Sie jetzt hier auf die Mitte der Wiese schauen, sehen Sie das Gerät der Begierde, welches später, falls es zur Serienreife kommt, das Herz eines jeden Gärtners höher schlagen lässt, den von uns entwickelten Rasensprenger Sempex 1000. Das Ding hat, wenn Sie genau hinsehen, ein wenig Ähnlichkeit mit einem Cocktailshaker, nur dass es 35 Mal so groß ist. Apropos sehen, wir haben doch ja kein Bild, ich vergesse das dauernd, sorry. Dank meiner Erklärung wissen Sie jetzt, wie es ausschaut, so, weiter im Programm. An diesem Gerät, da haben wir ein Netzkabel montiert und es hat eine vorgeschriebene Kabellänge von 70 Meter. Einen Schalter benötigen wir jetzt nicht, da wir zum Starten nur den Netzstecker aus der sicheren Entfernung mit dem Drehstromstecker verbinden müssen. Soweit so gut. Nun, dann schalte ich das Ding mal ein. Boah, das hat ja fabelhaft geklappt. Die Wiese ist weg und auch der Boden darunter. Hier wächst garantiert kein Gras mehr. Da braucht der Hobbygärtner nie mehr mähen und schon gar nicht gießen. Sie glauben jetzt sicherlich, hat der Jan eine andere Waffel? Natürlich hat er das. Aber das ist in diesem Fall ehrlich gesagt scheiße ja. Denn niemand wird uns heute für diese Sprengung in irgendeiner Weise belangen können. Denn hier an der Stelle entsteht ja der neue Leverkusener Finanztempel. Und dank unserer Hilfe haben wir den Bau um mindestens 2 Wochen beschleunigt. Von den 12 Millionen Baukosten, die nun etwas minimiert werden, tja, mal abgesehen. Denn jetzt braucht nichts mehr ausgeschachtet werden und die Bauarbeiter können direkt mit dem Aufstellen der Fertigwände anfangen. Bleibt nur die Frage offen, ob das Finanzamt bei mir das nächste Mal ein Auge zudrückt. Schließlich haben die durch uns ja eine Menge Geld sparen können. Die Tonne Zement brauchen wir in diesem Falle für das Fundament. Mein Kollege Tom hingegen später, um das Loch vor seiner Haustür zuzukippen. So, aber langsam geht die Sendezeit zu Ende und es ist Zeit, sich zu verabschieden. Außerdem wartet drüben in meinem Campingwagen schon mein kühles Feierabendbier. Ob der Sempex 1000 in Serienproduktion geht, können wir Ihnen an dieser Stelle noch nicht sagen, aber wir sind zuversichtlich, dass er in diese Richtung sich was tun wird. Es wird ja immer wieder mal irgendwo gebaut oder ausgeschacht. Was wir in der nächsten Woche machen werden, ist ganz abhängig davon, ob wir dann bereits in unserem neuen Studio sind oder nicht. Wie sagt schon der berühmteste Wohnwarenbesitzer Deutschlands, Rudi Carrell, lass dich überraschen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal in meiner kleinen lustigen Hobbytheke, sagt ihr Jan Putzt.